Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Ja, ich habe mich mal informiert, wie es weitergeht hier. Und zwar, man schieße hier hin und siehe mal, man hier nach oben, da hat man hier eine weiße Portalwand. Oh Gott, das ärgert mich, dass man, dass ich das nicht auf den ersten Blick gesehen habe. Nee, sowas ärgert mich wirklich. Aber, naja. Ich meine mal, ich hätte damals auch etwas daran gesessen, bis ich überhaupt daran kam. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er am Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Ich liebe einfach diesen Witz in dem Spiel. Hab ich das schon erwähnt? Okay. Nächste, nächste Sache. Man kann jetzt hier, das Ganze, hier mit dem, blauen Gel, beschmattern. So. Kurz schauen, komme ich schon da hoch? Ne, noch nicht. Ups. So, schauen wir mal. Upsala. Da noch ein bisschen hin und da noch ein bisschen hin. So. Dann gucken wir mal. Komme ich da hoch? Ja, komme ich auch. Super. Aber da ich hier noch ein bisschen was brauche, mache ich einfach mal diesen hier. Und springe mal dadurch. Gut, dann schauen wir einmal. Gut, das ist auch klar. Einmal dahin, einmal dahin. Und dann springen wir da einfach mal durch. Allons-y! Hui! Jups! Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Aha, aha, aha. Gut. Komm, hoch mit mir. Und ich glaube, das dauert wirklich noch ein bisschen, bis wir GLaDOS als Kartoffelbatterie dann bei uns haben. Aperture Science Innovators. So, nächster Bereich. Wenn du zur Kontrolle von gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus hier raus operieren. Na, spitze. Gut, hier haben wir jetzt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist es, ob das einfach nur normales Leitungswasser darstellen soll oder ob das einfach schlichtweg Verdünnung darstellen soll, die die blaue Farbe eliminieren soll oder so. Mal ein bisschen hier Decke beschmattern. Denn ich habe so das Gefühl, dass das wahrscheinlich wichtig ist, dass da oben die Decke blau ist. Beziehungsweise, ich bin ein Vollidiot. Ups. Man kann natürlich auch so den ganzen Boden blau machen. Indem man einfach da oben dann das Portal hinmacht und dann den ganzen Boden blau macht. Ne? So. Gut. Dann schauen wir einmal. Okay, dahin, dahin. Ah,
verdammt, da komme ich nicht durch. Beziehungsweise. Nee, kann ich nicht. Boah, wie war denn das nochmal? Wie zum Teufel war das nochmal? Verdammt. Schauen. Wie komme ich am besten da hinten hin? Wie? Ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt nochmal das Video auszumachen und zu gucken. Ich will das schon gern selber rausfinden. Ist das zum Kotzen? Nee. Nichts zu machen. Da komme ich nicht hin. Ich hab da eine Idee. Nee. Vergesst es. Das ist. Boah. Alter, wie war das denn nochmal? Leck mich doch. Boing, boing. Oh, Alter. Ist das zum... Ist das nervenaufreibend hier? Wie komme ich da hinten hin? Sorry. Kurzer Schnitt. So, da bin ich wieder. Meine Herren, ey. Manchmal ist man wirklich total doof, ey. Ah, da oben muss ich hin. Man siehe, da oben ist ein Schalter an. Den muss ich. Ich Vollidiot, ich. Jetzt mal kurz schauen. Komm ich da hinten hin? Komm ich? Ja, komm ich gut, wunderbar. Alter, bin ich ein Vollidiot, ey. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Den Jungen? Hallo, ich bin weiblich. Kurz schauen. Ups, falsches Portal, so. Wieso dahin? Nö. Ups. So.
Einmal dahin und einmal hierhin. Zack. So, ich will mal hoffen, dass ich es jetzt nicht allzu oft noch unterbrechen werde, da ich das auch ziemlich nervig finde, wenn ich zu viele Schnitte machen muss. Gut, dann geht's mal hier weiter. Wieso dahin? Offensichtlich nicht. Beziehungsweise kann ich das hinten angucken. Kann ich? Kann ich? Ich kann es mal versuchen. So. Ich glaube, das muss ich sogar. Noch einen Zacken höher. So. 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 Alle ab. Versuche ich's mal. Ja. War doch schon mal gar nicht so schlecht. So, jetzt mal kurz gucken. Okay, man kann auch die eigene, den eigenen Körper nutzen, um das so ein bisschen abzufedern. Dann wird das quasi ein bisschen gleichmäßiger blau. Wobei ich nicht wirklich glaube, dass das gerade richtig war. Komme ich da oben hin? Ah, ja doch. Ja. Komm her, du. Und? Nee. So, mal schauen. Alli hopp. Nein! Shit! Kurz schauen. So. Das Gelbe. Ah! Puh. Ui! Fuck off. Also, ja, ist eine Herausforderung. Nein! So eine Scheiße. Oh, und ich habe einen Greenscreen gehabt. Also die Idee ist schon mal gar nicht schlecht. Nur an der Umsetzung hapert es zurzeit. Kurz gucken. Problem erkannt. Ajop. Man soll vielleicht nicht immer zu kompliziert decken bei dem Spiel hier. So, einmal hier und... da. Ist das richtig? Nein. Ist es nicht. So ein Scheißdreck. Das war doch ein Fehler. Irgendwas fehlt nämlich noch, glaube ich. Irgendetwas scheint zu fehlen. Nur was? Zack, zack.
Lass ich mal schauen. Hopp. Nö. Einmal da. So, da haben wir ein blaues Portal. Ich... bin mir nicht ganz sicher, ob das reicht. Ich kann auch wirklich nur da hinschießen. So. 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 Nicht genauso weit wie vorher. Nur wo muss ich gottverdammt nochmal hin? Wo? Wo, wo, wo? Where should I go? Where should I go? Gut. Gut. Dahin. Dahin. Fliege ich nochmal hier hoch. Gutikowski. Einmal dahin schießen. Und. Nee, nichts zu machen. Verdammte Scheiße. Ich krieg nichts hin. Ich krieg nichts auf die Reihe. Das regt mich auf. Wo muss ich hin? Das Einzige, was ich anschießen kann von hier aus, ist das hier. Aber da muss ich ja nicht hin. Da komme ich ja nur wieder zurück. Hm. Oder? Nö, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich kann mich jetzt hier im Kreis drehen. Oder eher gesagt, ich laufe hier im Kreis. So, lass mich mal schauen. Zack.